Meine lieben werten Zuschauer, heute geht es hier auf nach Houston in den ins Toyota Center. Im letzten Spiel, Career Night, 37 Punkte. Ein unglaubliches Spiel von mir gewesen. Trotzdem verloren gegen die Magic. Heute geht's auf gegen die Houston Rockets. Gewinnen wir wieder gegen die Großen? Es wird sich herausstellen. Ah, das kenne ich von Jeremy Lin aus New York Zeiten noch. Ah, hat er das mit Landry Fields gerne gemacht. Diesen Gruß. Ja, James Harden, wie er lebt. Fear the Beard. Chandler Parsons, unser Gegenspieler, spielt ja ab nächster Saison bei den Mavs. Freue mich schon drauf. Und es gab da auch einen kleinen Disput zwischen den beiden, zwischen James Harden und Len und Chandler Parsons. Es gab da einen kleinen Streit. Hier steht auf. Na, wer? So, Louis Williams. Oh, sehr gut, das Foul gezogen. Schon das vier Team Foul der Houston Rockets nach 4 Minuten Spielzeit ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. So. 4 von 4 Freiwürfen verwandelt. Ja, und Houston muss aufpassen, weil eben vorher geht es an die Linie. Williams, sehr schön. Hombrand, der mit dem Block. Jetzt aber. Ah, sehr schön gemacht. Erster Dank in unserem Spiel. Oh, was ein Block! Was ein Monsterblock! Den müssen wir uns gleich nochmal angucken. Huhu, Alter, was ein Teil. Huckt euch das Teil an. Bumm, weg damit. Und Kemmy wird abgeräumt. Brent. Auf Jeff Teague. Und jetzt zieht das Foul immerhin. Ich bin jetzt hier mal im Post. Boah, was eine starke Rebound-Arbeit. Offensive Rebound geholt und dann das Ding drin gemacht. Jeremy Lin. Na komm her. Oh, schöner Dank. Ja, das kann mein Spieler. Der ist kräftig. Der kann sowas. 10 Punkte haben wir wieder. Das ist wirklich ein sehr guter Start ins Spiel. So, Cannon ist on fire. Oh! Wiedersehen, Francesco Garcia. Shaven Mack. Schröder. Trifft leider nicht. 3 Blöcke schon. Oh, der vierte! War das der vierte oder? Nee. Er wollte nur passen. Meine Fresse. Was geht denn hier ab? Schröder. Was? Der geht sogar drin. Sah ein bisschen komisch aus, der Wurf, aber ja, drin ist drin, würde ich sagen. Ja, 12 Punkte zur Halbzeit. Horford. Und N1! Schönes Teil! So gefällt mir das. Und der Freiwurf sitzt ebenfalls. 15 Punkte zur Halbzeit. Wieder mal eine super Leistung. Oh, der war fast geblockt.
Los, Jenkins, lauf! Lauf! Oh, schade. Halbzeit, Freunde. And we'll have the start of the second half when we come back after the break. But right now, let's go over to Damon Bruce with the Sprint Halftime Show. And now, brought to you by Sprint. And it's been a great game out in Houston. Thanks for joining us. For the Atlanta Hawks, they have the lead against Houston. The wins haven't been easy to come by to start the season. No time like the present to turn things around. And Big Daddy having no problem scoring against the defense of the Rockets. What he's been able to do from the field has been nothing short of spectacular. Only a select few players in the league can shoot the ball like that. And midway through, the Rockets are still alive. Their second unit giving them instant offense. They've gone to their bench for scoring, and they've answered the call. An impressive first half for Chandler Parsons. He's got 5 points and also collected 4 rebounds. That'll be all for us here at the studios as we head back to the start of the third quarter with Kevin, Steve, Clark, and Doris. Thanks so much for joining me. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. Zweite Halbzeit. Was macht Köstin der Rockets? Klatsch. Ob es heute ein Spiel wird, das in die Phase geht. Oh, halt. Klatsch. Klatsch Moments. This is a night to remember for sure, guys. And now let's check out the lineups courtesy of Gatorade all fueled up. Aaron Brooks, James, Hahn ist nicht drin. Und auf Wiedersehen, Marcus Camby, der nächste Block. Ich glaube, ich muss die Liga hier anführen im Blocks. Louis Williams, rüber damit. Ja, das muss ich auf jeden Fall verbessern, der Korbleger. Uhuhu, was ein Pass. Komm, Horford, jawoll, schöne Teil. Da hatte ich ihn in der Luft und dann der Behind Backpass. Schöne Teil. Komm her. Hup. Mishap. Und. Oh, endlich mal ein One-Handed-Dunk. Geht doch. So, 17 Punkte. Sobald ich hier meinen Jumpshot aufgebessert habe, dann werfe ich auch mehr. Jetzt arschig mein Gegenspieler. Never. Okay, arschig ist deutlich größer als ich. Ist auch wirklich ein Rebound-Monster. Jeremy Lin. Oh, James Hahn, da ist James Hahn. Jeremy Lin für 3. Wie er mich einfach mal verarscht. Macht er meinen Spieler da? Okay, gut. Ich habe schon mal die falsche Taste wieder gedrückt. Wollte ich gar nicht, aber gut. 19 Punkte. 7 von 10, wirklich ein sehr gutes Spiel von uns. Oh, Aschik. 2 Punkte Führung. Oh, Stil. Schröder. Komm, rinn damit. Schön gemacht. Und da sind wir bei der A-Plus-Note angelangt. Korver. Gib mir lieber mal den Ball. Und schön das Foul gezogen an Jeremy Lin. Ab an die Linie. Was? Der geht nicht rein. Immerhin der zweite. 86% Freiwurfquote. Wir haben wieder 20 Punkte. Ich meine, was war denn die Social Media Challenge? Ich soll dann damit mit Rebounds machen. Oh, das wird aber schwer werden. Der Ball ist im Aus. 1 Minute vor Schluss.
Der zweite sitzt ebenfalls. So, jetzt ganz schnell nach vorne. Komm. Schröder. Hier, Pass. Schröder, komm. Schön gemacht. Richtig gut. 4 Punkte Führung gegen die Rockets am Ende des dritten Viertels. And we're coming right back after this break to get the fourth quarter underway. Letztes Viertel hier in Houston. Spannendes Spiel bis jetzt. 4 Punkte Führung für unsere Hawks. 21 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists nach dem dritten Viertel. Und das vierte Viertel steht ja noch aus. Oh, Dennis Schröder, Ankle-Breaker! Jeff Teague! Kacke. Hätte mehr daraus machen müssen. Millsap im Post. Kein Fadeaway. Oh, Turnover. Mein Gott, das war doch wirklich die größten. Das war wirklich ein, das war fast ein Block. Den zweiten trifft aber nicht. Was ist das denn? Und tschüss. Fünfter. Hier, Jeff T, komm bitte. Williams hier. Hier. Geht doch endlich. Mehr Millsap. N1! Richtig gut gemacht! Foul an James, von James Hahn. Schönes Teil. Und der Freiwurf setzt ebenfalls. Wieder ein super Spiel. 26 Punkte haben wir wieder. Oh, ich dachte, der geht rein. Ich dachte, ich block ihn. Nee, aber wir haben 24 Punkte. Stimmt, nicht 26. Aber ich muss noch meine 5 Rebounds holen. Hier, Williams. Oder ruhig auf Jeff Teague. Williams, rüber. Und! Oh, ich dachte, es wäre wieder ein Foul, aber Goaltending. 6 Rebounds, 5 Blöcke, Aschik. Siebter Rebound. Stand ganz stark. So. Williams. Komm. Millsap, komm. Schöner Pass, Williams. Oh. Schade, Mann, das war so ein schöner Pass. Horford im Post an Camby. Schön gemacht. 7 Punkte Führung gegen die Rockets. 26 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists. Das ein Spiel, Freunde. Ist das ein Spiel? Okay. Oh. Riskanter Pass, aber Jeff Teague. Der trifft sogar. Das gibt's nicht. 9 Punkte Führung. Was ist denn das hier? Die Überraschung. Zwei Rebounds fehlen mir noch zur Social Media Challenge und das wäre wieder ein Riesenerfolg. Das wird wieder Punkte geben ohne Ende. Arschig. Der wird werfen. Oh, warum trifft er denn diesen Fadeaway? Seit wann kann denn sowas? Horford, bitte. Boom! Was ein Monster-Dunk! Mit zwei Händen. Toby Bryant. Mit dem nächsten geilen Spiel. Wieder 28 Punkte. Hatten im letzten Spiel 37, jetzt 28. Was geht denn ab? Und der Ball ist im Aus. Schöner Pass, Brooks. So, jetzt können wir die Führung auf 7 Punkte oder sogar auf 6 vergrößern. Das müssen die Rockets erstmal in 2 Minuten 50 aufholen. Williams, ich laufe. Gib mir den Ball. Okay, Misse, bitte. Komm, pass. Mach einen ordentlichen, stell einen ordentlichen Block. Und der ist drinne. Jawohl, 30 Punkte.
Aber gut. Jeff T, komm, wir machen sicher und gib mir den Ball. Ich bin hier der MVP. Nochmal, Horford. Schön gemacht! Ja, ganz einfach. Wenn ich so eine einfachen Punkte machen kann, dann mache ich das auch. So, und war ein 8-0-Lauf gerade mal. 32 Punkte. Offensive Rebound zugelassen. Aber es ist schwer, 10 Punkte in einer Minute aufzuholen. Das kann der Sieg sein. Aber ich sag nur gegen Miami, das war da auch noch nicht sicher. Williams gibt den Ball. Horford. Ein One! Boah! Und der Assist, ist das göttlich? Das ist der Sieg, ja. Das ist der Sieg. Horford trifft den Freiwurf einfach nicht. Ganz schnell in die Defense zurück, ganz schnell. Ich muss einen Rebound noch holen. Werf ruhig, aber treff nicht. 8 Punkte, 7. Gib den Ball. Oder gib ihn einfach. Delfino, lauf, lauf. Lauf einfach. Gib den Ball noch. Delfino, hier raus. Brent. Horford. Oh, schade. 18 Sekunden habe ich noch für einen Rebound. Okay. Das ist wieder typisch 2K-KI. Mac, komm, lauf einfach. Okay, 10 Sekunden, 5 Punkte, das ist unmöglich. Aber ich will noch einen Rebound. Ja, Mac, ey. Ganz ehrlich. Ich treffe wenigstens einen. Ey, du kannst wirklich nix, oder? 8 Sekunden, 6, 5, 10, komm, werf bitte. Nein! Nein, ein Rebound hat gewonnen, aber Sieg! Ist egal, Sieg! Boah, wir gewinnen in Houston. Gegen die Großen. Unglaublich, Freunde. Bester Spieler, Freunde. Toby Bryant. Geil. Geil. Einfach nur geiles Spiel gewesen. Dieser Offensive Rebound an ein Bucket, der Block an Francesco Garcia, das N1, dieser schöne Behind the Back Pass, Steals, Chandler Parsons geblockt, das auch war ein richtiges N1, Goaltending, glaube ich. Und das war nochmal ein N1 von Al Horford. Was ein Spiel, Freunde. Ja, Social Media Challenge. Der hat wahrscheinlich 250 FP nochmal gegeben. Aber mir hat ein Rebound gefehlt. Immerhin Draht 18 FP. Saugutes Spiel war das, Freunde. Ein richtig gutes Spiel. 12 Highlight-Spielzüge. Und gewonnen. Wir haben mal wieder gewonnen. Endlich. Nach so langer Zeit. Aber was ein Spiel. James Harden, 20 Punkte. 8 von 17, 2 von 10 Dreiern. Schwach. Arschig, 13 Punkte, 11 Rebounds, saugutes Spiel. Beverly 11 Punkte, Cannon 10, Parsons 10 Punkte, 9 Rebounds. Und sonst hat er wirklich keiner überzeugt. Auf der anderen Seite. Ich mit 32 Punkten, 9 Rebounds und 4 Assists, 5 Blöcke dazu, 12 von 17 aus dem Feld. Louis Williams 17 Punkte, auch eine super Quote. 6 von 9, 3 von 5 Dreiern und Delfino in seinem... Ich glaube, er ist in dem zweiten oder dritten Spiel mit 13 Punkten und 3 Rebounds. Richtig gut. Auf auch noch mit 7-6. Ja.
Teamstatistik: 53% aus dem Feld, 45% Dreier, Freiwürfe waren ein bisschen schwach. Aber Mac hat da wieder zwei Fouls, das kann doch nicht sein, ja. Deutlich weniger Teamfouls, weniger Turnover. Unsere höchste Führung war wirklich 13. Mehr Dunks, mehr Chance, mehr Punkte in der Zone. Ja, so muss das sein. Really impressive game from you tonight. It seemed like you could do no wrong. What are your thoughts on the game and how you played? Ein beeindruckendes Spiel von Ihnen heute. Man hatte den Eindruck, als könnte nichts schiefgehen. Wie sehen Sie selbst das Spiel und Ihre Leistung? Heute lief es einfach gut. Es war eine tolle Teamleistung. Ein typisches Spiel für mich. Kein Grund, völlig auszuflippen. Heute lief es einfach gut. Alles geht nach oben. So muss das sein. Na gut, Freunde. Dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder gegen die Dallas Mavericks zu Hause. Das wird ein spannendes Spiel werden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.